So. Hallo und herzlich willkommen bei Was für den Wieler. Heute beim T6, unter dem ich stehe, einen Ölwechsel machen. Und wir kommen zur Disziplin der Mechaniker dieser Welt. Und zwar folgendes: Wie trifft das Öl auf unseren Ölwagen? Ist ja immer so, ich glaube, jeder Mechaniker von euch kennt es, wenn das Öl dann hier reinläuft und da liegt ein Filter drin oder so, dann spritzt es in der Gegend umher. Auf jeden Fall soll es um den Ölwechsel gehen, nicht um die Ölmechaniker der Mechaniker. Dazu haben wir hier unsere Ölablassschraube, nämlich diese hier. Das ist hier die Ölwanne und das hier ist unsere Ölablassschraube. Diese bekommt ihr beim Ölwechsel natürlich auch neu. VW schreibt es zumindest so vor, dass ihr die neu macht. So, dann richten wir erstmal unseren Ölwagen aus. Wir können davon ausgehen, dass der Strahl ein bisschen weiter geht, auch wenn ihr das mit einem Eimer oder so macht, wisst ihr Bescheid, ne? Das Ganze ist eine 19er Sechskant, Außensechskant bei mir. Und diese werden wir jetzt aufmachen. Da wird noch kein Öl laufen. Oh, Scheiße, ist die fest. Schon wieder der Finger. So, jetzt kommen wir zur nächsten Disziplin. Es gibt immer zwei Unterschiede. Der eine Mechaniker dreht sie schön raus, dass die Hände nicht mal dreckig werden. Der andere, der hält die Hand da, bis es hier am Ellenbogen runterläuft. Gibt's auch, hatte ich auch schon. Genau, dann drehen wir diese Schraube raus, schauen natürlich, dass der Ölwagen auch drunter steht, dass der auch hier offen ist, dass da was durchfließt. Wir stehen dann so, dann kann ich noch ein bisschen verschieben. So müsste das gut aussehen. Es gibt auch einige, die oben den Öldeckel aufmachen, dass der Motor ein bisschen Luft bekommt, dass alles Öl rausgeht. Fakt ist, das Fahrzeug ist noch leicht warm, das heißt, das Öl ist noch gut flüssig, beziehungsweise in einem gewissen Zustand, dass es halt gut fließt. Und jetzt wird es interessant. Und die ganz Guten, die ziehen die Schraube vorher mit raus, bevor es dann rausläuft. Wie oft macht man normalerweise so einen Ölwechsel? Normalerweise einmal im Jahr oder bei 15.000 Kilometern. Kommt auch darauf an, ob ihr den Long Life Service habt. Da müsst ihr euch beim Hersteller informieren. Normalerweise sagt man ein Jahr oder 15.000 Kilometern. Bei Fahrzeugen bzw. bei Leuten, die Liebhaberfahrzeuge fahren oder ältere Leute oder generell Autos, die halt gepflegter sind, wird es jedes Jahr gemacht und nach einer gewissen Lauflast. So schreibt der Hersteller nochmal vor. Long Life Service wäre nach 30.000 Kilometer, normaler Service nach 15.000 oder ein Jahr. Bei diesem Fahrzeug, da müsst ihr euch natürlich informieren. Ich habe früher mal ein Video gemacht, wie viel Öl bekommt euer Auto. Das ist eine App von Liqui-Moly. In dieser natürlich zu jedem Fahrzeug mit der Schlüsselnummer drin steht, wie viel Öl euer Fahrzeug bekommt. Da könnt ihr nachschauen, welche Füllmenge. Dieser hat jetzt 7 Liter, so hat es zumindest VW gesagt. Normalerweise ist es so, bei einigen Herstellern wird die Schraube wieder verwendet und nur die Dichtung getauscht. Bei VW ist es generell so, dass die komplette Schraube getauscht wird, weil wir die Dichtung hier auch gar nicht runterkriegen wegen dem Gewinde. Genau. So. Also normalerweise müsst ihr, wenn ihr ein VW, Audi oder was habt, ich weiß nicht, bei einem Hersteller gibt es vor, müsst ihr die Schraube entweder neu machen oder die Dichtung ändern. Ist eine Kupferdichtung, eine Plastikdichtung, whatever. So. Und dann lassen wir das Öl mal austropfen. Das könnte jetzt noch 1-2 Minuten dauern und dann sehen wir uns gleich. Öl ist abgelassen, ihr seht, es tropft nur noch. So muss es nämlich sein. Und wenn das Öl auch noch schön warm ist, dann läuft es auch wunderbar raus. Natürlich nicht so heiß, dass ihr irgendwelche Probleme habt, wenn ihr Öl bekommt, also auf die Hände. Dann nehmen wir unsere neue Schraube. Bei VW, wie gesagt, ist das angegeben, dass die komplett gewechselt wird. Schrauben diese rein. Die ersten Gewinde gehen ja immer mit der Hand. Because VW hat ab und zu auch Aluölwannen. Das müsste eine sein. Dann müsst ihr auch aufpassen, dass ihr das Ganze nicht zu fest zieht, weil sonst gibt es ein Problem. Lustige Geschichte nebenbei. Erzähle ich jetzt kurz, ich hatte einen Kunden, beziehungsweise bei Toyota haben wir einen VW abgehabt, hatte auch eine Aluölwanne, ich habe das Ding angezogen, wie ein wahnsinniger Fakt ist, der stand bei sich in der Garage und hat dann Öl verloren. War ein relativ neues Fahrzeug, vielleicht 10.000 Kilometer. Naja, Profis halt. So, dann ziehen wir die Ölablassschraube wieder fest. Wichtig, wie gesagt, erkundigt euch wegen dem Drehmoment beim Hersteller. Fragt da an, ihr kriegt die Drehmomente. Das kann stressig, ich gebe das jetzt extra nicht an. Ich sag mal ganz grob, weil ich mich dafür nicht in die Brennnesseln setze. Genau, dann machen wir das Ganze ein bisschen sauber. Schön ist es. Gut, danach gehen wir natürlich zum Ölfilter. Diesen wir ebenfalls wechseln. Dieses, bei diesem Kfz ist das ein Einsatz. Das heißt, das Ganze sieht dann
so aus. Das hier ist der Einsatz. Dazu gibt es zwei Dichtungen, manchmal auch drei. Hier sind aber noch zwei dabei. Weil es ein Einsatz ist, zeige ich euch das gleich, wie das funktioniert. Wir haben den Ölfilter, haben wir nämlich hier. Wenn ihr hier mal her schauen wollt, das hier ist der Ölfilter. Hier, dazu benötigen wir einen 30er Sechskant außen. Das ist dann dieser Apparat hier. 32 mm. Schrauben den damit auf und beim Ölfilter gibt es immer ein bisschen mehr Sauerei. Das ist aber ganz normal, vor allem weil das ganze Öl überall hintropft. Das heißt, wir werden den jetzt hier mit der Ratsche genießen. Da wird gleich Öl runterkommen, das weiß ich jetzt schon. Bis wir das Ganze mit der Hand auch lösen können. Wäre natürlich sinnvoll, wenn ihr das von der Seite macht, wo das Öl nicht so stark runtertropft dann. Und noch ein, hier seht ihr schon, dass es runtertropft. Noch ein ganz guter Tipp, wenn ihr den letzten Gewindegang habt, haltet den Filter fest, weil wenn der runterfällt, sieht es hier aus wie Sau. Kein Witz. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung in der Werkstatt gesammelt. Habe ich gemeint vorher, ne? Jawohl. Ich hab's einfach drauf. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch Mechaniker ist. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wenn der Lehrling das auslernen muss, wie es bei euch dann in der Werkstatt aussieht. Die Leute, die wissen, was ich meine, schreibt es mal drunter. Soll ich es für die Leute erklären, die es nicht wissen? Wäre nett. Okay, pass auf. Wenn du diesen ausleerst, steckst du hier Druck an, also Druckluft. Und dann pumpst du praktisch über den Schlauch, oder es gibt auch andere Anschlüsse, pumpst du das dann in einen Ölabscheider bzw. in den Öltank halt. Und die Lehrlinge vergessen meistens diesen Hahn hier oben zuzumachen. Das heißt, wenn du das Ganze mit Druck befüllst, schießt es oben raus. Deswegen gibt es auch diesen Hebel. Den vergessen aber viele Lehrlinge zu. Ich sag mal extra Lehrlinge, gibt bestimmt auch Mechaniker, die das schon vergessen haben. Kommt mal gut und gerne vor. Ne? Hatte ich auch schon. Ganz geil. Nehmen wir den Ölfilter raus. Wie gesagt, lasst ihn nicht fallen. So sieht das Ganze aus. Da ist der Einsatz drin. Das Ganze müssen wir natürlich sauber machen, weil es ein Einsatz ist. Das heißt, das Plastik kommt wieder rein. Wir nehmen den Ölfilter hier raus. Der ist mal eingeklippt. Und haben dann hier unser Gehäuse. Dieses Gehäuse brauchen wir natürlich wieder. Der alte Ölfilter, da werdet ihr nicht viel sehen. Der wird halt komplett schwarz sein vom Öl. Das ist ganz normal. Ja, also da seht ihr nicht viel. Das Ganze müssen wir jetzt sauber machen. Dabei lasst ihr das da ein bisschen eintropfen. Genau, dass ihr halt das ganze Altöl hier rauskriegt und dass wir die Dichtungen alle tauschen können. Ich weiß, normalerweise macht man das mit Bremsenreiniger. Dummerweise ist dieser jetzt ausgegangen. Das ist sauber gemacht. Jetzt haben wir hier zwei Dichtungen. Einmal hier die äußere Dichtung, das hier ist die große. Diese tauschen wir natürlich. Die liegt hier an. Hier drin in der Kerbe. Ich habe in meiner Lehrzeit das auch nie gemacht. Ein Filter, den kann man immer vorher leicht entleeren, dass man diesen ganzen Barz nicht hat. Das ist dann dieser Sechskant hier innen, den ihr seht. Dafür ist dann ebenfalls auch die kleine Dichtung da. Ich habe damals als Lehrling schon drauf geschissen, weil mir das zu lange gedauert hat. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch so aufmachen. Gibt trotzdem Sauerei, aber dann müsst ihr halt eine Dichtung mehr wechseln. Könnt es natürlich aufschreiben und die Dichtung wechseln. Ist euch überlassen. So, dann können wir unseren neuen Filtereinsatz nehmen und stecken den hier wieder rein. Das ist hier unten, das sieht man ganz gut. Das wird da einfach nur reingeklippt und ihr hört dann auch ein gewisses Klacken. Das ist dann... Hört ihr das? Mehr ist es nicht. Danach nehmen wir die große Dichtung. Und wechseln diese natürlich, habe ich ja schon rausgetan, habt ihr gesehen. Dann hier wieder rum. Und hier unten wieder rein. Es gibt jetzt natürlich auch einige Leute, die diese Dichtung mit Altöl einschmieren. Gibt es auch. Das hat diesen Grund. Erstens dichtet das ein bisschen besser ab. Zweitens kannst du es wieder leichter lösen. Ich mache es nicht, beziehungsweise sind meine Hände leicht ölfeucht. Das kann aber, ist ja jedem selber überlassen, wie er das machen möchte. Ich sag mal so, die alten Hasen in der Werkstatt, die machen das so, die Frischlinge machen das nicht mehr. Würde ich jetzt mal behaupten. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, wie ihr das macht.
Danach können wir so einen Ölfilter natürlich wieder reinschrauben. Das hier oben. Normalerweise macht man dieses Gehäuse noch ein bisschen sauber. Ne? Hier ist Altöl drin. Das spritzt man alles ab mit Bremsenreiniger, dass alles rausgeht. Und dann können wir unseren Filter-Einsatz wieder reinsetzen. Ich weiß das Drehmoment von dem jetzt auch nicht. Aber könnt ihr, wie gesagt, alles beim Hersteller anfragen. Ihr könnt auch zum Freundlichen fahren, also zum VW-Händler, und da sagen, hey, pass auf, wir wollten einen Ölwechsel machen, wie ist denn das Anzugsdrehmoment vom Ölfilter, vom Einsatz bzw. und vom der Ölablassschraube. Danach drehen wir das Ganze natürlich wieder fest, in alter Manier. Plastik, ne? Kinder, Plastik. Nicht übertreiben. So, danach machen wir das Ganze natürlich alles mit Bremsenreiniger sauber, dass hier kein Öl mehr ist, dass da alles sauber ist. Füllen oben dann Öl ein, das werden wir auch gleich machen, und dann heben wir das Fahrzeug nochmal hoch. Das könnt ihr zumindest so machen, um zu schauen, ob wirklich alles dicht ist. Das werde ich aber nicht ins Video mit reinnehmen, wir werden jetzt nur noch Öl auffüllen und die Sache hat sich. Bei besagter App, die ich vorhin genannt habe, bei Liquid Moly, kann man natürlich auch nachschauen, welches Öl für das Fahrzeug geeignet ist. Hier in diesem Fall neben 5W30. Hier sind Öleinfüllstutzen. Ne? Ist hier auch markiert als Öl. Das, glaube ich, kann man nicht verfehlen. Ich habe jetzt hier ein Tuch umgelegt, weil es ab und zu mal ein bisschen Sauerei gibt beim Einschütten. Vor allem mit den großen 5-Liter-Kanistern. Dieses Kfz bekommt jetzt 7 Liter. Ich fange jetzt erstmal mit den 1-Liter-Flaschen an. Nachdem wir unsere Füllmenge reingekippt haben, ich habe jetzt hier extra ein paar Papiertücher ausgelegt. Einfach, dass jetzt hier nicht so viel auf den Motor geht, weißt du, und das fängt dann an zu stinken teilweise. Dann können wir unseren Stöpsel wieder reinmachen. Dann ist er. Das Ganze machen wir natürlich sauber. Da, wo Öl daneben gegangen ist, gehen wir mit Bremsenreiniger ein bisschen drüber, weil sonst ist das Problem, dass das Stinken anfängt teilweise. Dann startet man das. Normalerweise startet man das Fahrzeug dann und kontrolliert dann den Ölstand. Wir lassen den Motor aus dem Grund laufen, weil jetzt der Ölfilter, der ist leer. Das heißt, das Ganze ist jetzt in der Ölwanne. Das heißt, ihr hättet theoretisch einen Überschuss an Öl und denkt euch, ja, ich habe zu viel Öl reingekippt. Jetzt lasst ihr es laufen, der Filter füllt sich wieder. Das sind ungefähr, ich schätze mal, maximal ein halber Liter, der im Filter drin ist. Und genau deswegen lässt man das Fahrzeug laufen und kontrolliert dann erst den Ölstand. Wisst ihr Bescheid. Und dann am Ölmessstab einfach gucken, ob der Ölstand okay ist. Wenn nicht, natürlich noch ein bisschen nachkippen. Optimal wäre es natürlich beim Maximum. Unter Minimum wäre schlecht, aber das seht ihr ja dann. Auf jeden Fall müsst ihr es aber ein bisschen laufen lassen. Und dann soll es mit dem Video auch schon gewesen sein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Aber danach, das war das Ölwechselvideo beim T6. Sieht jetzt echt so schlimm aus, dass so viel daneben gegangen ist. Es ist auch ein bisschen was, mal mit in so einem kleinen Motorraum mit einem 5-Liter-Kanister zu hantieren, ist immer ein bisschen schwierig, sag ich mal. Aber das werdet ihr für euch selber rausfinden. Am besten füllt ihr die Sachen jeweils in die 1-Liter-Flaschen um, die 5 Liter, und dann macht ihr euch das wesentlich leichter. Dann geht auch nicht so viel daneben. Aber mit Bremsenreiniger ein bisschen drüber gehen, stehen lassen, und dann seid ihr fertig. Gut, dann haben wir alles gemacht, alles ist festgezogen. Ihr könnt jetzt natürlich solltet am besten die Bühne nochmal hochlassen, schaut, ob alles dicht ist. Was ich jetzt fast vergessen hatte zu sagen, das Video, wie man den Ölservice bei einem Fahrzeug zurückstellt, das wird ein separates Video geben. Und damit wünsche ich euch jetzt wirklich einen schönen Tag, Abend, Männer.